In vielen Spielen gibt es peinliche Szenen, aber einige Spiele sind einfach nur eine große Blamage. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der peinlichsten Videospiele. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste geht es um Spiele, die man definitiv nicht spielen möchte, wenn andere Leute in der Nähe sind. Pornos oder Spiele, die nicht jugendfrei sind, schließen wir aus, weil das sonst zu einfach wäre. Look, I pretty much have the run of this place. I'll take some photos of my own. You'd really do that? Absolutely. Nummer 10. Soul Calibur 4 und 5. Es ist Ivys allmählich schrumpfende Ausrüstung, die sie ganz klar auf diese Liste gebracht hat. Die Ehre gebührt hier aber tatsächlich dem einzigartigen Rüstungssystem dieses Spiels. Spieler fangen mit einer robusten Rüstung an, aber wenn mit der Zeit die Gesundheitsanzeige fällt, werden auch diverse Rüstungsteile zerstört. Das Ergebnis ist, dass Eltern sehen, wie man ein Spiel spielt, dessen Ziel es anscheinend ist, möglichst viele Kleidungsstücke brutal vom Gegner zu entfernen. Nur dann, wenn der Gegner mitten im Ausscheidungskampf in Unterwäsche dasteht, kann man den finalen Schlag ausüben. Da das in Soul Calibur 4 noch nicht genug war, hat Project Soul dieses Gameplay-Element ebenfalls in die Fortsetzung aufgenommen. Bravo! Nummer 9. Bayonetta-Reihe. Es ist eine beliebte Serie mit einer packenden Geschichte, liebenswerten Charakteren und einem der besten Hack-and-Slash-Kampfsysteme. Tatsache ist jedoch, dass man als Hexe spielt, die öfter nackt ist als angezogen. Bayonettas gesamtes Kostüm besteht aus ihrem eigenen magischen Haar, mit dem sie auch Dämonen beschwören kann, um gegen verschiedene Gegner zu kämpfen. Jedes Mal, wenn sie eine aufwendige Bewegung ausführt, stößt sie einen Lustschrei aus. Und der gesamte Soundtrack ist ein Pop-Remix von Fly Me to the Moon, der in einer Dauerschleife gespielt wird. Beides zusammen erfordert definitiv eine Erklärung, wenn man beim Spielen erwischt wird. I know another little boy, just like that. Sounds like my kind of guy. Maybe a bit of a pervert though. Nummer 8. Catherine. If you ever cheat on me, I'll be angry. Okay. Der Spielverlauf dieses Puzzle-Plattformers ist relativ unscheinbar, aber die Grundidee und die Handlung von Catherine wird jeden dazu veranlassen, die Tür abzuschließen, wenn man das Spiel startet. Die Hauptfigur Vincent steht vor der Wahl, entweder seine langjährige Freundin Catherine mit einem K zu heiraten oder sie mit der deutlich jüngeren und rätselhaften Catherine mit einem C zu betrügen. Wie Vincent sich entscheidet, liegt letztlich am Spieler, obwohl er nicht verhindern kann, dass Vincent untreu wird. Die Beichten sind die Abschnitte, die einen am meisten fordern. Dem Spieler wird eine Reihe peinlicher Beziehungsfragen gestellt. Man sollte hier lieber ehrlich sein, sonst schläft man vielleicht auf der Couch. Sei ehrlich, sind Romantik und Ehe nur lästige Dinge, über die man nachdenken muss? Nummer 7. Night Trap. Night Trap ist eine Art Simulator, bei dem man der heimliche Beobachter ist. Das Spiel war so umstritten, dass es mit anderen Spielen zusammen für die Gründung des Entertainment Software Rating Boards in den 90ern verantwortlich war. Der Spieler ist ein Spezialagent, der heimlich einer Gruppe jungen Mädchen helfen soll. Diese sind über Nacht in einem gruseligen Haus gefangen und werden von mysteriösen Kreaturen angegriffen. Unheimlich wird es allerdings, wenn man nach Belieben zwischen den Kameras wechselt und die Mädchen belauscht, wenn sie sich um ihre privaten Angelegenheiten kümmern. Und da der Hauptspielverlauf aus Live-Action-Filmmaterial mit echten Schauspielerinnen besteht, wird der Voyeurismus dadurch noch schauriger. Nummer 6. Bikini Karate Babes. Hey,
Bei diesem Spiel kann man zweifellos keine voreiligen Schlüsse ziehen. Die Idee eines Kampfspiels, bei dem Frauen in Bikinis gegeneinander kämpfen, ist schon peinlich genug. Fügt man jedoch furchtbares Bildmaterial und schlechte Animationen hinzu, hat man etwas, das niemand zugeben würde zu spielen. Der Kampfstil kann nicht wirklich als Karate bezeichnet werden und einige der besonderen mystischen Angriffe lassen echt zu wünschen übrig. Wenn eine Figur in einem Spiel Laserstrahlen aus ihren Brüsten als Hauptangriff abschießen kann, dann haben die Entwickler eine Menge zu erklären. Nummer 5. Leisure Suit Larry, Magna Cum Laude. Shit. Don't get frustrated. Your breasts put you at a natural disadvantage. Die gesamte Leisure Suit Larry-Reihe war vom ersten Tag an total daneben. Der Spieler ist Larry Leffer, eine männliche Jungfrau, und versucht Frauen ins Bett zu kriegen. Der achte Teil wich davon allerdings ab. Der neue Hauptdarsteller war Larry Lovage, der Neffe des Originals. Und auch das Entwicklungsteam war hier neu. Mit diesem neuen Team kamen neue Ideen. Und die größte davon war, dass es in Magna Cum Laude echte Nacktheit geben soll. In den USA wurde es zum Teil zensiert. Aber in ganz Europa blieben Larrys pornografische Aktivitäten unzensiert. Und so kämpft er weiterhin um Tokens der Zuneigung auf seinem Weg in die Unterhöschen von Studentinnen. Nummer 4. Tomark, Save the Earth Love Story. Das Ziel von Tomark besteht darin, zu beweisen, dass es immer noch wahre Liebe gibt. Dafür muss man die Liebesgöttin Evian verführen, die ein körperloser Menschenkopf in einem Blumentopf ist. Ja, richtig gehört. Umwirbt man Evian nicht, dann werden die anderen Götter die Menschheit auslöschen, weil die Romantik tot ist. Du lieber Himmel. Und der Grund, warum sie nur ein Kopf ist, ist, um zu zeigen, dass es Liebe und nicht Lust ist, die siegt. Der Hauptteil des Spiels besteht darin, Evians Kopf zu füttern, zu pflegen und zu unterhalten. Das macht es zu einem bizarren Haustier-Dating-Simulator, was man Außenstehenden nur sehr schwer erklären kann. Nummer 3. Muscle March. Für den Nintendo Wii, wie für jede andere Konsole, gab es eine Menge an verrückten Spielen. Aber keines davon ist wahrscheinlich so unfassbar wie Muscle March. Spieler übernehmen die Rolle eines aufgepumpten Bodybuilders, dem das Proteinpulver im Fitnessstudio gestohlen wird. Das Ergebnis ist eine Verfolgungsjagd. Man muss dem Dieb durch verschiedene Mauern und Hindernisse folgen und mit der Wiimote entsprechende Posen einnehmen, um durch diese Lücken zu kommen. Es sieht eher so aus, als würde man eine japanische Gameshow spielen, denn der cartoonartige Kunststil und das Thema sind dafür überzeugend genug. Und der Preis, den man am Ende erhält, ist eine große Lachnummer und nicht mehr. Nummer 2. Dead or Alive Extreme Reihe. Es ist Zeit für unsere neueste Ausgabe von Wer hat das nicht kommen sehen? Und es geht um eine Spielreihe, die so schamlos ist, dass sogar die TV-Werbung unverblümt dasteht, worum es wirklich geht. Das Hauptziel ist es, in Minispielen zu kämpfen, um Token zu gewinnen, um immer mehr Badeanzüge für die Figuren zu kaufen. Aber die Serie ist nicht ohne Kritiker. Die Objektivierung der Mädchen war schon immer ein heiß diskutiertes Thema. Und am schlimmsten waren die Minispiele, vor allem die Po-Kämpfe, bei denen man sich gegenseitig in den Pool schubsen soll. Dabei darf man, naja, wie es der Name schon sagt, nur den Po benutzen. Und bevor wir unsere Top-Auswahl vorstellen, hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. You don't know me, but you will. Some say my amphibious nature makes me seem odd. Nummer 1. Honey Pop. Right on!
Honey Pop ist eine Kombination aus einem Puzzlespiel, bei dem man gleiche Spielsteine anpassen muss, und einem Dating-Simulator. Allerdings ist es so schlüpfrig, dass Twitch den Nutzern das Streaming untersagte. Unter der Leitung der magischen Liebesfee Q hat der Spieler die Aufgabe, 12 Mädchen in ihren fiktiven Heimatstädten zu verführen. Die meisten dieser Frauen sind normale Menschen, doch eine ist ein Katzenmädchen, eine andere eine Außerirdische und es gibt auch eine Göttin. Die Rätsel zu lösen und die Mädchen ins Bett zu bekommen, mag den Figuren Vergnügen bereiten, aber für den Spieler ist es einfach nur peinlich. Man, will you get a load of these two? I'd kill to have tits like that. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10, abonniere einfach WatchMojo Deutschland.